Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und das ist ein Formel-1-Wagen. Ja. Heute habe ich euch das Modell von Winner mitgebracht mit der Nummer 7115 oder der Nummer 1132. Es gibt dieses Set mit zwei verschiedenen Nummern. Das Ganze hat 729 Teile und ist ferngelenkt. Ja, dieses Auto oder diesen Formel-1-Wagen, Formel-1-Racer, habe ich vor etwas längerer Zeit schon gebaut. Und die Eckdaten von diesen Schätzchen sind halt 729 Teile. Zwei Motoren, ein Servo, eine Batteriebox und eine Fernbedienung. Sowie Aufkleber, die ich angebracht habe, wo ich mir einfach denke, beim Formel-1-Wagen, da sind auch so Aufkleber drauf. Und na gut, heutzutage sehe ich, dass es ein Fehler war. Aber was soll's. So. Wir fangen an mit der Anleitung. Sie ist klammergebunden. So sieht sie von vorne aus. Von hinten ein paar andere Modelle und hier sieht man halt, dass da verschiedene Z-Nummern bei sind. Auf der ersten Seite wird die Batteriebox und die Fernbedienung erläutert. Und auf Seite 5 geht es mit Bauschritt 1 los. Interessant ist dabei, dass sie hier ganz genau sagen: Achtung, bau nicht so, sondern so. Ja? Das Ganze hat 70 Seiten und die letzten Seiten sind zur Erläuterung der Fernbedienung. Wir haben 159 Bauschritte. Danach haben wir noch mal 9 Bauschritte für die Fernbedienung. Ja, die Fernbedienung hat Bauschritte. Okay. Zum Bauen. Cool. Eine Seite finde. Die neuen Bauschritte werden gekennzeichnet mit Pfeilen. Das heißt also, es bleibt Vollfarbe und ist Vollfarbe. Und nur halt die Elemente, wo die hinkommen, werden per Pfeile dargestellt. Man sieht in den gelben Kästchen, welche Teile man benötigt. Und wenn es um Achsen geht, dann hat man auf der jeweiligen Seite eine Anlegekante, um zu gucken, ob man noch die richtige Achse hat. Das Bauen war entspannt und schön. Ich habe dieses Modell selber aus Asien importiert. Dementsprechend gibt es keinen Karton, sondern einfach nur, ja, meistens ein Plastikbeutel oder dergleichen. Wie gesagt, ich habe die Aufkleber verwendet. Ich müsste normalerweise hier auch noch den Stickerbogen haben. Das ist die da. Das ist der Stickerbogen und wie ihr seht, er ist vollständig benutzt. Und
Hier sind dann nochmal zwei asiatische Anleitungen, die jeder natürlich versteht für die Vermittlung. Die Fernbedienung, die dabei ist von Winner, hat einen sehr großen Vorteil. Sie ist zwar klein, aber man kann hier Kanäle tauschen. Das heißt also, wenn einer auf Kanal 1 ist, gehe ich auf Kanal 2 oder dergleichen. Ich kann es für verschiedene Modelle benutzen. Wie gesagt, ich habe Kanäle, die ich durchsteuern kann. Und ich kann hier links und rechts daneben mit den Schiebern kann ich die Laufrichtung verändern, ob vorwärts oder rückwärts. Diese eigenwillige Konstruktion, hier fehlt noch so ein Rad, ist für die Lenkung, wenn man halt, ja, man kann hier mit lenken, aber man soll halt diese Funktion lenken. Und ja, man sieht's. Und da sieht man auch schon das Problem von diesem Modell. So, zwei Motoren zeige ich gleich. Er fährt. Er ist auch recht schnell. Ja, man kann ihn auch während der Fahrt lenken. Das mache ich jetzt hier nicht, weil der Tisch schon zu klein ist. Das Problem bei dem Modell sitzt hier. Und zwar ist es der Servo. Es ist schon mal ein Servo, der sich nicht von alleine zurückstellt. Und darum hat er hier eine Gummiband-Rückholfunktion. Ich zeige es gleich mal. Ich werde das Modell umbauen gegen einen anderen Servo und hoffe, dass es dann funktioniert. Aber das zeige ich euch gleich sofort. So, ich wollte einmal kurz in der Hand nehmen. Ist recht schwer, um einmal zu demonstrieren. Ja, Vorlauf, Rücklauf. Und da war das. Ja. Und hier sieht man das auch schon mit dem Magneten. So, machen wir kurz aus. Also das Modell an sich ist sehr robust. Es ist wirklich dafür gedacht, dass man damit wirklich fährt. Ja, also es hält auch ein paar Schläge aus, es hält auch ein paar Unebenheiten aus. Es ist extrem stabil gebaut, also da passiert gar nichts. Das sind Technikelemente, ja. Das Problem ist hier vorne, das hier. Diese beiden, wenn er nach da geht und nach da geht, soll der die Spur zurückholen über dieses Gummiband. Das ist jetzt schon ein neues Gummiband, weil ich ein anderes versucht habe. Aber ne, ist nicht so die beste Lösung. Jetzt habe ich Spiegel abgemacht. So. Das ist das einzige Manko, was ich sehe. Ansonsten vom Bauen her top. Die Klemmkraft und Klemmsteine top. Die Konstruktion an sich auch gut. Die Aufkleber, eine 3 minus. Aber auf dem Formel 1-Wagen kommen die Dinger irgendwie drauf. Oh, es sei denn, ich sagte gerade top und zerlegt das Teil. Gott, jetzt. So. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, so. Ja, weiß ist natürlich eine etwas undankbare Farbe.
Schauen wir eine Kamera. Von unten, man sieht da, wo mein Finger ist, da ist die Batteriebox. Hinten sind zwei Motoren, die die Achsen ansteuern, jeweils einzeln. Und der vorne sieht man auch, dass die Konstruktion sehr, sehr stabil ist. Der Servo ist halt hier oben. Und hier kann man ganz gut sehen, wie die Motoren die Übersetzung auf die Räder machen. Wenn man das Modell baut, laufen die meistens erst gegeneinander und dann muss man sie halt umpolen, dann funktioniert das. Der große Vorteil davon ist, dass beide Räder separat angetrieben werden. Man braucht quasi kein Differential. Ja, hat ein Rad kein Grip, das andere macht weiter. Ja, oder umgekehrt. Haben beide Grip, gibt dann natürlich Pull Gummi. Das Bauen an sich war gut. Was ihr hier seht, das Ganze wurde verbaut mit schwarzen Pins. Es gibt keine blauen Pins. Es gibt auch keine roten Pins. Es gibt nur schwarze Pins. Es gibt verschiedene Technikteile hier, die in weiß sind, die man so in der Lego-Welt nicht hat. Wenn man diesen Pin hier drüben rauszieht, dann kommt die Akkubox nach unten, um sie halt, um die Batterien zu wechseln oder um sie auszubauen. Statt einer Batteriebox kann man sicherlich auch eine Akkubox einbauen. Ich habe den ein paar graue Pins gibt es noch. Ach, die hab ich fast vergessen. Aber keine blauen. Keine blauen, keine roten. Die Funktionen beziehungsweise die Optik ist gut gegeben. Das heißt also mit den Labs hier, auch hier. Das ist ein rundum schönes Auto. Oder Formel-1-Wagen. Den man auch wirklich schön in eine Vitrine stellen kann oder halt auch spielen kann. Ich messe das gute Stück mal aus. Also wie gesagt, vom Gewicht her, ja, 1 Kilo, 1,5. Spoiler hinten ist vorne 41 cm. Die Spiegel reichen nicht über die Reifen, als das Reifen das breiteste Maß. Das sind 15 cm. Und die Formel 1 Antenne ist hier bei 12 cm. Beim Aufbauen hatte ich keine Schwierigkeiten. Man kann sicherlich das ein oder andere Teil auch woanders für gebrauchen. Ganz ohne Aufkleber wäre ein bisschen trist gewesen. Und ja, wie gesagt, noch Formel 1 sagen. Da sind wir halt drauf. Nur hier vorne, das ist irgendwie, ja, nicht so schön. Ansonsten, ich kann das wirklich jedem empfehlen, weil das ist ein Modell, mit dem man RC-Spaß hat und gleichzeitig Klemmbaustein-Spaß hat. Was sehr robust ist.
und durch die Akkubox, Batteriebox halt auch keine Probleme gibt mit irgendwelchen nicht gewarteten Apps oder kaputtgegangenen Akkus. Einfach Batterien tauschen und weiter geht's. Das heißt, das Ding fährt eigentlich auch noch ein paar Jahren. Die Motoren haben richtig ordentlich Saft. Ich sehe gerade, dass die Zahnräder, ne, die haben keine Abnutzung, da ist ein bisschen Dreck drin. Alles toll. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ein Abo ist auch kostenlos. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Gruß aus dem Robot. Bleibt gesund und Glück auf!